Hi, hier ist die Top-Liste. Und zwar sind das die Spiele, die ich halt für mich auf meine Liste gesetzt habe. Das sind die Top 30, die ich bei mir, die mir am bisher am meisten gefallen haben. Von den 30, wie komme ich da drauf? Ich habe von den 30 gut 15 Spiele schon selber spielen können, glaube sogar 16 oder 17. Das heißt, hier ist es für mich ein Ersteindruck, warum ich das Spiel dementsprechend dahingesetzt habe. Bei den anderen habe ich zumindest die Regeln im Rahmen der gesamten Vorbereitung jetzt auf die Spiele schon mal durchlesen können und habe so ein, naja, erstes Gefühl dafür. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Das ist auch jetzt nicht, das ist das hübscheste Cover oder so weiter. Davon möchte ich mich so ein Stück weit distanzieren, weil daraufhin kann man zwar ein Spiel auswählen, aber ich glaube nicht vernünftig beurteilen. Ja, es sind aber auch einige rausgefallen und mit denen fange ich jetzt erstmal an. Also es sind keine schlechten Spiele, die haben auch weiterhin mein Interesse, haben es aber jetzt nicht unter die Top 30 geschafft. Wahrscheinlich, wenn ich es gespielt hätte, wäre der ein oder andere Titel da nochmal rausgeflogen. So, aber darunter sind beispielsweise Catan Sternfahrer, habe ich schon gespielt, sehr schöne Neuauflage des Spiels. Bosk und Parks sind zwei Spiele, die ich auf der Liste habe. Tapestry habe ich rausgelassen, weil das gibt es im Moment nur als englische Auflage, wird ja im Frühjahr bei Feuerland erscheinen. Stimopolis konnte ich schon in der Solo-Version spielen. War okay, müsste ich aber definitiv nochmal spielen, damit es so richtig funkt. Porto sah sehr interessant aus. Bei Quinet Games wird das Chicago und Terramar herauskommen, was im Moment, also letzteres, auch sehr gehypt wird. Hat mich aber noch nicht hundertprozentig überzeugen können, möchte ich ganz gerne antesten. Natürlich habe ich nicht Draftosaurus reingenommen, weil das war jetzt so eine Berlin-Highlight. Solltet ihr aber definitiv euch anschauen, wenn ihr zur Spiel fahrt. Ich habe nicht dabei Alubari. Weil ich auch hier noch zu wenig drüber weiß. Ishtar on Mars. On Mars wird sowieso nur als englische Version da sein und vorbestellbar als deutsche Version. Trismegistus hat mich persönlich jetzt nicht so angesprochen. Ich weiß, dass das halt auch sehr weit oben ist. Und die Burgen von Burgund wäre eigentlich auch ein Kandidat gewesen. Ist aber schon ein Spiel, was schon seit längerer Zeit eben auf dem Markt erhältlich ist und erscheint ja hier in der Deluxe-Ausgabe. Deswegen habe ich das Ding halt auch nicht gemacht. Ja. Dann, das der kurzen, langen Vorrede, fangen wir doch mal an mit der Top 30. Ja, das kurz der Vorrede. Fangen wir doch an mit der Top 30 und auf Platz 30 habe ich die Chocolate Factory von Alley Cat Games gesetzt. Ist ein Spiel, was mir optisch toll gefallen hat. Ich bin auch absoluter Schokoladenliebhaber. Das sollte jetzt nicht unbedingt das Kriterium für das Spiel sein. Ich habe das Spiel bisher einmal gespielt, deswegen ist es ein Ersteindruck, den ich damit habe. Was machen wir? Es ist so eine Art Engine Builder. Das heißt, wir bauen uns eine Fabrik zusammen, in der wir dann Schokolade produzieren. Und das machen wir, indem wir von Kakao über Schokolade, Pralinen über Pralinenschachteln dementsprechend einen mehrstufigen Prozess dort haben. Wir schieben das immer durch die Fabrik, können dann das ganze Thema veredeln, müssen dann diese Sachen verkaufen, entweder in den privaten Läden oder aber eben halt in den Läden, die allen zur Verfügung stehen, was dann wiederum zu Siegpunkten führt. Das ist ein Ressourcen-Optimierspiel mit Engine-Building-Charakter. Hat mir persönlich gut gefallen, würde ich allerdings nicht mit Grüblern spielen, weil da doch schon ein bisschen Hirnschmalz drin ist und man kann es halt auch kaputt denken. Aber nichtsdestotrotz ist ein Spiel, was ihr euch angucken solltet. Wie gesagt, hat mir persönlich gut gefallen. Auf Platz 29 habe ich Ambrosia von Skellig Games gesetzt. Das Spiel kommt so ein bisschen als Familienbiene-Glücklichmach-Spiel daher, ist es aber gar nicht, denn das hatte ich ja auch schon als Ersteindruck in den schriftlichen Reviews eben versehen. Ist Ambrosia ein, ja, Kennerspiel, bei dem es darum geht, eben einen Stapel von Bienen in einem Rundlaufparcours optimal einzusetzen. Das Ziel ist, Wertung zu erzielen. Wertung kann ich immer dann erzielen, wenn es mir dann mit meinem Bienenstapel nicht mehr möglich ist, weiterzuziehen. Bienenstapel kann ich versetzen. Also ich habe, glaube ich, am Anfang sechs Bienen und eine Spezialbiene zur Verfügung, indem ich eine Anzahl an Bienen nehme und dementsprechend um
die Schritte nach vorne gehe, welche, wie viele Steine ich versetze. Also versetze ich drei Steine, dann muss ich drei Schritte auch nach vorne gehen. Ich kann andere Bienen überbauen. Das muss nicht unbedingt ein Nachteil für die Leute sein. Da gibt es dann weniger Punkte zwar, aber es führt halt zu schnelleren Wertungen. Und nach 5, 6, 7 Wertungen, je nach Anzahl der Spieler, ist das Spiel vorbei. Und dann zählt eben halt, wer die meisten Siegpunkte geschafft hat. Das kann ich eben halt sehr variabel spielen. Es gibt noch Ereigniskarten, es gibt noch eine andere Rückseite. Also es ist definitiv im Kennerspielbereich. Solltet ihr euch mal angucken, wenn ihr solche Art von Spielen mögt. Carnival of Monsters ist auf Platz 28. Ist bei Amigo erschienen, war ja schon mal als Kickstarter unterwegs, ist dann jetzt tatsächlich rausgekommen. Ja, ist so ein Spiel zwischen Familien und oberes Familienspiel, unterer Kennerspielbereich. Hier geht es darum, eben verschiedene Arten von Karten zu sammeln. Wir machen einen Drafting-Mechanismus über mehrere Runden. Suchen uns eine Karte aus, legen die dementsprechend an. Hier haben wir verschiedene Landschaften, die wir sammeln müssen. Mit den Landschaften haben wir die Möglichkeit, auch Monster zu beherrschen. Die bringen uns wiederum Siegpunkte. Wir können Gehilfen einstellen, wir können geheime Aufträge annehmen. Das Ganze muss, wenn wir Aufträge beispielsweise speichern, dann muss bezahlt werden. Also es sind sehr viele ineinander verwobene Kniffe und nachdem wir das einmal durchgespielt haben, war der Stapel der zu ziehenden Karten oder zu verteilenden Karten noch nicht leer. Das heißt, wir haben hier auch eine größere Varianz in diesem gesamten Spiel drin. Hat aber auch den Nachteil, dass man nicht immer weiß, welche Karten zur Verfügung sind und wie man dann dementsprechend seine Strategie optimal ausrichten sollte. Nichtsdestotrotz hat es mir gut gefallen und wer auf solche ja, Drafting-Mechanismen steht, der sollte definitiv einen Blick hier bei auf Carnival of Monsters von Amigo blicken. Yukon Air kommt bei Ludonova heraus, das ist ein spanischer Verlag, der letztes Jahr Cupcakes Empire, glaube ich, herausgebracht hat oder auch Cylon. Hier geht es darum, dass wir, Yukon ist ein District in Kanada, dass wir eben eine Wasserflugzeuglinie betreiben. Wir müssen Passagiere einladen. Wir müssen diese dann zu verschiedenen Flughäfen bringen. Wir müssen unser Flugzeug ein Stück weit aufwerten. Es ist ein Stück weit Ressourcenmanagement, was mit einem interessanten Würfelmechanismus auch daherkommt. Hat mir persönlich sehr gut gefallen von der Beschreibung her. Werde ich mir definitiv auch auf das Spiel angucken. Ich habe es noch nicht gespielt, aber das ist ein Thema, was mich definitiv reizt. Freshwater Fly, auf Platz 26, war ja ein Kickstarter, wird jetzt bei Spielefable in der deutschen Ausgabe herauskommen. Und hier haben wir einen Mechanismus, wo wir versuchen, eben halt das Fliegenfischen eben vernünftig hinzukriegen. Das funktioniert über einen interessanten Einsatzmechanismus, wo wir eben halt verschiedene Köder uns anschaffen müssen, die dementsprechend die Fische dann auch anlocken. Das Ganze kann ich in einem Mehrpersonenspiel spielen. Es ist aber auch eine sehr spannende und interessante Solo-Kampagne dabei, also ein Solo-Kampagnen-Modus, den wir nutzen können. Tolles Material. Ich weiß, dass der eine oder andere das Spiel als sehr gut, aber auch etwas zwiespältig beschrieben hat. Mir hat die zwei Partien, die ich bisher gemacht habe, ganz gut gefallen. Deswegen habe ich für mich Freshwater Fly auf der Liste stehen. Dazu kommt das wirklich tolle Material, was aber jetzt kein Blender an der Stelle ist, sondern es passt eben halt sehr, sehr gut thematisch in das Spiel hinein. Platz 25 ist Machikoro Legacy. Machikoro habe ich früher sehr, sehr viel gespielt. Irgendwann war es mir, dann war ich aber der ganzen Sache so ein Stück weit überdrüssig. Habe es auch mit der Erweiterung gespielt, fand es dann aber doch zu langweilig. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass da aus den früheren Jahren so ein, wie nennt man das, so ein Erinnerungswert da dran ist. Boah, das Spiel ist 4 oder 5 Jahre alt, also in solchen Dimensionen sprechen wir hier schon. So, jetzt wird das Ganze aber über einen Legacy-Modus eben halt nochmal aufgebrochen. Ist bei Pandasaurus Games erschienen, wird auf Deutsch von Asmodee herausgebracht. Und das ganze Spiel über 10 Runden, wo dann eben halt immer wieder neue Karten in das Spiel hineinkommen.
und man dementsprechend als Spieler hier ja, Siegpunkte erreichen muss. Das Grundspiel bleibt das gleiche. Das Spannende ist halt nur, wie wird man diesen Legacy-Mechanismus da einsetzen. Also das Wie ist schon bekannt, aber was genau dann dahinter steckt, darauf freue ich mich. Denn spätestens seit Pandemie bin ich absoluter Legacy-Fan. Und muss aber auch sagen, dass an das Legacy-Thema bisher eigentlich nur der Bereich Pandemie drangekommen ist. Und ich hoffe, dass es bei Machikoro eben halt auch funktionieren wird. Auf Platz 24, Sierra Fest, bei Board and Dice herausgekommen, wird auf Deutsch beim Schwerkraft Verlag erscheinen, also lokalisiert werden. Hier haben wir ein Spiel, was gleich mit vier verschiedenen Modulen daherkommt. Die Module sind dann vom Schwierigkeitsgrad etwas unterschiedlich. Und wir haben, und das finde ich immer sehr, sehr spannend, so eine Multifunktionalität in den Karten. Die kann ich eben halt für unterschiedlichste Anlässe nutzen, anlegen. Und je nachdem, welches Modul ich dann da bediene, das kann das Apfelmodul sein, wo es eben halt darum geht, Äpfel umzusetzen. Es kann auch ein anderes, konfrontativeres Modul sein. Und wir nutzen das einmal, um die Karten bei uns anzulegen, aber eben halt auch Karten im Gesamtspielplan hineinzupacken, um dort eben halt Vorteile für uns zu suchen. Ja, Sierra West macht mich sehr neugierig. Ich habe es leider noch nicht spielen können, auch wenn es jetzt gerade rausgekommen ist. Da ich aber hier erhoffe, ich war ja so ein Fan der Würfelsiedler, dass man das Ganze, also dass es so ein bisschen in eine ähnliche Richtung hineingeht, oder ich eben halt auch vom Board and Dice sehr positiv da überrascht war, was das Thema Würfelsiedler anging, freue ich mich eben auf Sierra West. Auf Platz 23, Tiny Towns, ist bei AEG erschienen. Wird aber lokalisiert eben bei Pegasus. Ist ein Städtebauspiel im weiteren Sinne. Wir haben so ein 4x4 Raster, wo wir mit Holzklötzchen bestimmte Gebäude nachbauen müssen. Das ist so ein Thema des Ressourcenmanagement, was wir da zusätzlich betreiben müssen. Können wir die nachbauen, bekommen wir diese Häuserkarten und dann auch hinter Siegpunkte heraus. Macht auf mich echt einen sehr witzigen Eindruck. Ist mal ein Städtebauspiel der anderen Art. Und kam ja auch schon auf der GenCon bzw. Origins sehr, sehr gut an. Das, was ich dort an Videos gesehen habe, reizt mich auf jeden Fall, dieses Spiel auszuprobieren. Dann auf Platz 22 Imperial Settlers, Empire of the North. Imperial Settlers ist ja so ein Spiel, was ich aus meiner Warte eigentlich eher als Zwei-Personen-Spiel sehe, weil es zu dritt und zu viert viel zu langatmig ist. Ich hoffe mir, zumindest ist das, was man mir jetzt darüber berichtet hat. Ich habe das Spiel selber noch nicht gespielt. Hier nochmal eine deutliche Verbesserung, denn das Spiel soll wesentlich flotter und einfacher spielbar sein. Es ist so eine Art Worker Placement, was wir dort haben, indem wir unsere Arbeiter für verschiedene Aktionen nutzen, die dann in Teilen zu zusätzlichen Aktionen be benutzt werden kann, beispielsweise Land entdecken. Das Ganze passiert über sechs verschiedene Völker, beziehungsweise es sind drei Stämme, die jeweils in zwei verschiedene Völker aufgeteilt sind. Ein viertes Volk mit den Japanern ist schon bereits angekündigt als Erweiterung. Und die spielen sich wiederum komplett unterschiedlich und haben unterschiedliche Schwerpunkte. Während die Wikinger beispielsweise stärker in das Erobern hineingehen, haben die Eskimos andere Vorteile, die sie dann nutzen. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie dieses Asymmetrische sich dort in das Imperial Settlers Feeling hineingegeben wird. Wir haben ja, also Imperial Settlers hatte ja vorher auch schon unterschiedliche Völker, aber das soll eben halt sich einfacher und flotter spielen. Mal gucken. Das Roll and Dice hat mir ja nicht so toll gefallen. Ich hoffe, dass das hier aber funktioniert. Hier ist aber auch viel Hören sagen, was mich dazu verleiten ließ, dieses Spiel auf Platz 22 zu packen. Und ich schließe jetzt die 20er-Liste ab, also Platz 21 bis 30, mit Harry Potter, von was jetzt bei Cosmos lokalisiert ist. Das ist also auch ein kooperatives Spiel, wo wir mit bis zu vier Helden aus dem Harry Potter-Universum verschiedene Aufgaben lösen müssen. Wenn wir das geschafft haben, können wir dann das nächste Päckchen aufmachen. Also in dem Spiel liegen sieben verschiedene Päckchen bereit.
wo eben halt über, also wo wir jeweils dann die Filme so ein Stück weit nachspielen. Also es ist sehr stark an die Filme angelehnt. Das sieht man auch an den verschiedenen Grafiken der Darsteller, die dort sind. Und wir durchlaufen die 7 verschiedenen Schuljahre, wie es Harry und Hermine und Ron eben halt auch getan haben. Und müssen dann darüber verschiedenste Abenteuer bestehen, um eben halt im Kampf gegen Voldemort und seine Konsorten weiter bestehen zu können. Das Ganze ist halt ein Deckbauspiel und wie gesagt sehr kooperativ. Das, was ich jetzt so als erstes dort mitbekommen habe auf dem Pressetag bei Cosmos, hat mich auf jeden Fall sehr gereizt, dieses Spiel auszuprobieren und freue mich jetzt auf weitere Partien. Das erste konnte ich zumindest schon mal antesten und war sehr gut. Ja, das waren die Plätze 21 bis 30. Weiter geht es dann hoffentlich morgen mit den Plätzen 11 bis 20, bevor wir dann zum Finale kommen. Und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst doch ein Abo, einen Daumen hoch und viel Spaß weiterhin. Euer Christoph. Ciao.